Der HAVO-Jalousiekasten. Die ästhetisch sicherste Lösung für Gebäudeverschattungen. Sie kennen das Problem, wohin mit den Jalousien bei der Renovierung oder beim Neubau? Oft werden Metallkästen verbaut. Diese können meist nicht mangelfrei in das WDV-System integriert werden. Die Lösung ist der individuell konfigurierbare Jalousienkasten. Er besteht hier aus einer robusten Putzträgerplatte, im Dämmkern einer Aluschiene mit Fixierhilfe zur Jalousienmontage. Für die Stromzufuhr gibt es eine luftdichte Kabeldurchführung, auf der Mauerseite mit einer hochdämmenden Resolplatte und vorne eine Putzabschlussschiene. Am einfachsten ist die Montage auf den bereits horizontal im Wasser verbauten Dämmplatten. Mit Fugendichtband versehen, wird der Kasten mit Klebemörtel oder Klebeschaum verklebt. Das Stromanschlusskabel für die Jalousie wird durch das Kabelschott geführt und die Position des Kastens wird mit einer Wasserwaage horizontal und vertikal ausgerichtet. Nach Aushärtung der Verklebung werden die Schraubdübel gesetzt. Die Markierung gewährleistet, dass die Dübel sicher durch die integrierte Aluschiene gesetzt werden. Durch die Verschraubung ist der Jalousienkasten fest mit der Fassade verbunden. Fertig! Danach erfolgt wie gewohnt die Armierung und das Aufbringen des Oberputzes. Die leichten Jalousienkästen oder Schürzen lassen sich problemlos in ein WDV-System einbauen. Dadurch wird gewährleistet, dass Einbaufehler minimiert und alle Anschlüsse fachgerecht, wärmebrückenfrei und winddicht ausgeführt werden.